Hey und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Nicht-Destiny-Video heute mal. Und zwar dachte ich mir, ich bringe mal ein bisschen anderen Content bei mir, vor allem weil zurzeit bei Destiny ein bisschen die Luft draußen ist. Klar, man kann gerade Rüstungen farmen, aber ich brauche mal ab und zu auch was anderes. Und da dachte ich, ich stelle euch das Game mal vor. Was heißt Game? Sky Factory ist eigentlich Minecraft-basierend. Spielt sich aber ein bisschen anders, macht auf alle Fälle sehr viel Bock und vor allem Fans von Minecraft, die es damals schon gespielt haben, ich denke großteils von euch haben mal Minecraft gespielt, können sich das gerne anschauen, wenn es euch taugt, man kann es mit der Twitch-App runterladen und dann spielen, macht mega Bock, also ich habe gerade mega Bock drauf und ich bin schon gespannt, wie das Video bei euch ankommt. Ich würde sagen Intro und dann legen wir direkt los. Wenn das Spiel installiert ist, landen wir auf der Mainpage. Hier kann man schon sehen, Singleplayer, Multiplayer. Wir spielen es zurzeit im Clan im Multiplayer, das heißt, wir sind mehrere auf der Insel und jeder macht seine Insel, beziehungsweise seinen Baum, seinen Startplatz, jeder macht sein Ding sozusagen. Aber wir wollen uns heute den Singleplayer-Modus anschauen, denn der ist eigentlich für jeden verfügbar, da muss man keinen Server stellen, muss man gar nichts machen und das Spiel kann man auch richtig gut alleine daddeln. Deswegen würde ich sagen Singleplayer. Wir erstellen hier eine neue Welt. Und hier, man sieht, es gibt sehr viele verschiedene Modi. Aber wir machen einfach Sky Factory 4. Hier lassen wir alles auf Standard. Und dann Create New World. So, wir sind jetzt auf unserer Insel oder besser gesagt auf unserem Baum angekommen. Und ihr seht, wir sind irgendwo im Nirgendwo. Das heißt, zum Beginn haben wir nichts anderes wie einen Baum und ein Stück Erde, wo der Baum wächst. Um was geht es jetzt im Game? Wir müssen jetzt unsere Minecraft-Welt alleine aufbauen auf Basis dieses Baumes. Und das ist schon mal eine mega Herausforderung, beziehungsweise klingt einfach schon mega genial. Natürlich gibt das Spiel euch eine kleine Hilfe. Wenn ihr die Älteste betätigt oder besser gesagt drückt, bekommt ihr eine Einsicht in ein Questbuch. Das Questbuch leitet euch durch das Game, durch die einzelnen Bestandteile, die ihr farmen könnt. Das heißt, zu Beginn haben wir hier unten den Startpunkt und unsere erste Aufgabe ist es hier, den Dirt Sapling zu erstellen. Das ist der Sapling, sage ich mal, der Samen, nee, Samen ist auch nicht richtig. Der Setzling. Von unserem Baum, auf welchem wir stehen. Als nächstes brauchen wir dann Dirt Acorn, das heißt einfach Nüsse vom Baum und so weiter und so fort. Oben haben wir dann noch diverse Reiter und ihr seht, es geht immer weiter und ihr könnt euch eure eigene Minecraft-Welt wirklich ausgehend von einem Baum bauen. Und das ist einfach mega genial. Ich finde das Konzept richtig cool, macht mega Bock zum Spielen, deswegen nur schon deswegen, wenn es euch inspiriert, wenn es euch Bock macht, hier bei mir zuzuschauen, schaut euch das Ding an. Aber dann würde ich sagen, legen wir los. Wir machen einfach mal die ersten Schritte zusammen. Soll jetzt nicht ein Let's Play werden, aber einfach, dass ihr mal ein bisschen einen Einblick bekommt. Und zwar baue ich jetzt ganz einfach den Baum hier ab, damit wir ganz nach unten kommen und auf unserem Erdblock stehen. Und ihr seht, der Baum ist weg und jetzt ist wirklich nur mehr ein Erdblock im Nirgendwo, irgendwo im Himmel. Es ist einfach mega genial. Wir haben jetzt im Inventar bereits ein bisschen Holz. Daraus können wir das natürlich ein bisschen verarbeiten. Und dann würde ich sagen, machen wir unsere Insel ein bisschen größer, dass wir uns hier mindestens ein bisschen moven können. Das heißt, ich mache hier um unserem Erdbrocken einfach mal ein bisschen Holz. Und natürlich kann ich anschließend hier wieder einen neuen Baum setzen. Damit der Baum wächst, damit der Setzling wächst, einfach ein bisschen crouchen, um dem Baum Energie zu geben, damit er wachsen kann. Ihr könnt auch um den Baum rumlaufen, rumspinnen würde ich euch aber nicht empfehlen, denn die Gefahr, dass man runterfällt, ist dann ziemlich groß. Obwohl, wenn man runterfällt, dann kann man eh respawnen, beziehungsweise man respawnt in den Himmel. Aber trotzdem, wenn man es vermeiden kann, auf kleinem Feld auf alle Fälle crouchen. Jetzt bauen wir uns den Baum wieder ab und ihr seht schon, wir bekommen wieder Holz und neue Setzlinge.
Aus dem Holz können wir natürlich dann unsere erste Werkbank bauen. Setze ich uns dann hier auch schon rein. Und wenn wir dann in unserem Questbuch wieder nachschauen, was machen wir als nächstes? Wir können zum Beispiel Dirt Block craften. Zumindest sagt uns das Buch. Wer jetzt nicht weiß, wie man einen Dirt Block macht, ihr geht im Inventar, in eurem Inventar rein, schreibt da Dirt rein. Also es ist eine mega Hilfe hier, das Buch. Dirt rein und ihr seht hier die ganzen Dirt Blocken, die ganzen Dirt Blöcke. Und wir wollen hier Dirt erstellen. Ist hier geleitet, es gibt ziemlich viele Wege, um das zu machen, aber wir wollen es craften. Gehen hier auf die zweite Seite und wir benötigen das hier, um es zu craften. Wer jetzt aufgepasst hat, die ganzen Einzelteile haben wir vorhin vom Baum bekommen, deswegen können wir das auch bereits machen. Habt jetzt die Möglichkeit, auf die Werkbank diese Teile einzeln reinzulegen oder euch wieder vom Buch bzw. von eurem Inventar helfen zu lassen. Das heißt, wir öffnen die Werkbank, gehen hier wieder auf Dirt. Und ihr seht, jetzt ist hier das Pluszeichen aktiv. Ich klicke auf das Pluszeichen. Das Buch packt automatisch in die Werkbank die Teile von hier rein und wir können den Dirt runterziehen. Schauen wir uns nochmal im Questbuch an. Erledigt. Wir können den nächsten Schritt machen. Das heißt, jetzt den nächsten Sapling machen und so weiter und so fort. Mir macht das mega Bock, wie gesagt, ich könnte hier in diesem Spiel Stunden verbringen. Deswegen sollte es euch ein bisschen gefallen. Ihr wollt mal was anderes sehen, beziehungsweise mal was anderes. Ups, wollte ich hier nicht machen. Nein, ist runtergefallen. Solltet ihr mal irgendwas anderes testen wollen, habt ihr Minecraft, wollt ihr mal was Neues sehen, kann ich euch das wirklich sehr empfehlen. Es macht einfach mega Bock. Dann würde ich sagen, zu guter Letzt gebe ich euch noch ein paar Tipps. Zuerst, wie kann ich das Game installieren? Ihr öffnet dazu einfach die Twitch-App, geht dann hier auf Mods, Minecraft und sucht nach dem Paket Sky Factory. Hier dann installieren, auf Spielen klicken und ihr kommt ins Game rein. Ein paar Einstellungssachen noch. Ich empfehle euch dann hier unter Options Control Excavate eingeben und das auf eine beliebige Taste zu setzen. Alle die, die den Befehl nicht kennen, ich habe es hier auf die X-Taste gesetzt, es dient euch dazu, Sachen schneller abzubauen. Ich habe hier schnell nochmal einen Baum gepflanzt. Wenn ich jetzt X klicke und den Baum hier das Holz abbaue, dann seht ihr sofort, das ganze Holz vom Baum wird abgebaut bzw. ist weg. Das heißt, sobald ich X klicke, baut er nicht nur den Block ab, den ich gerade ausgewählt habe bzw. auf den ich gerade hinnehme. Er baut alle Blöcke, die daneben sind und vom gleichen Typ sein, mit ab. Das heißt, hier beim Laub mache ich das auch, das ganze Laub weg. Ihr spart euch richtig viel Zeit mit dem Befehl und es ist mega gut. Anderer Tipp, wissen wahrscheinlich die meisten Minecraft-Spieler von euch bereits, aber für die Neulinge, die das testen wollen, ich gebe euch trotzdem den Tipp. Wenn ihr croucht, könnt ihr nicht runterfallen. Das heißt, ihr croucht hier, ihr wollt die Insel erweitern, crouch geht bis zum Rand und ihr seht, ich kann nicht weiter zurück wie hier, weil ich nicht runterfallen kann und somit kann ich die Insel erweitern. Es ist ziemlich schwer, ohne Crouchen bis am Rand zu gehen, ohne runterzufallen. Deswegen auch dieser Tipp von mir noch, crouched und es geht dann viel einfacher. Dann würde ich sagen, die wichtigen Sachen habe ich euch gesagt. Zur Information bzw. um euch ein Bild zu geben, was hier alles machbar ist, schauen wir in unserem Multiplayer-Server kurz rein, was wir da alles schon gemacht haben. So, wir sind jetzt drin. Ihr seht, das ist bereits mein Haus. Ich habe das schon ziemlich ausgebaut. Also, wenn man nachdenkt, das alles ist von einem Baum gestartet. Also alle Teile, was ihr hier seht, die Schmelze, hier die Boxen, alles, einmal alles, das Wasser, der Sprinkler, hier der Markt, alles wurde gebaut, ausgehend von einem Baum und ein Stück Erde. Richtig cool, also macht mega Bock. Ihr seht, ich habe hier auch schon einen kleinen Raum gebaut mit Bett und so weiter. Und im Multiplayer ist ja cool, wenn ich hier jetzt mein Haus verlasse, dann komme ich hier auf die Main Street, heißen wir es mal so. Hier sind zum Beispiel noch zwei freie Plätze für Clanmates. Und hier haben wir immer Schilder vorherangestellt, dann sehen wir, wem dieser Bereich gehört. Zum Beispiel der Bereich vom Wolf, man geht hier rein und man sieht, was er alles schon gemacht hat. Also richtig cool, Multiplayer macht es noch mehr Bock, aber wie gesagt, ihr könnt das auch alleine sehr gut daddeln.
So, dann würde ich sagen, danke fürs Reinschauen. Das war's von meiner Seite. Bitte schreibt mir kurz in den Kommentaren, was ihr vom Video hält. Soll ich mehr so einen Content bringen? Wie gesagt, natürlich, Hauptcontent von mir wird Destiny bleiben. Dafür macht mir das Game sehr viel Spaß. Aber ab und zu mal ein anderes Game, mal ein bisschen anderer Content, ist bestimmt nicht schlecht, denn es ist ja ein Gaming-Kanal, würde ich mal sagen. Und wir bocken auch andere Spiele, gibt ja nicht nur Destiny, wie gesagt. Haut rein, habt einen schönen Tag und wie immer, Grüße gehen raus. Euer Nexo.